Und dann denke ich mal, dass wir jetzt noch ein halbes Stündchen bis dreiviertel Stündchen aufnehmen werden. Dann mache ich eine kurze Pause, denn dann muss ich auch zwischendurch ein bisschen was essen. Und dann werde ich definitiv noch eine Runde spielen. Ich weiß noch nicht, wie lange. Ich denke mal, ich habe gerade wieder richtig Bock auf das Spiel. Es wird wohl noch ein Weilchen sein. Schneller. Moment, wir müssen weiter da lang. So, hier runter. Voll gegen Baum. Ey, ist das Pferd gerade gedriftet oder was war das? Ich weiß es nicht so genau. So, einmal hier durch den Hain durch. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir die Bauern nicht umreiten. Ein Hund ist auch noch da. Und da haben wir Hühnchen. Ist aber auch mal interessant, hier so querfeld einzureiten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gefällt mir richtig gut, dieses Spiel. So, jetzt sind wir hier. Oh, da haben wir Gegner. Deserteure. Okay, das sind Deserteure, das heißt für mich... Wir ziehen dir die Haut ab. Nein, das war falsch. Komm her. Lasst ihn nicht zu Atem kommen. Na komm schon. Jawohl, da ist er hin. Level 7 haben die, das ist krass. Alquest Handball. Na gut, was haben wir hier noch? Alkohest. Alkohest. Stahlblech. Finde ich gut. Wow, da fliegen mir die Pfeile um. Wasserflasche. Reines Silber. Und irgendwas anderes. Laber mich nicht zu, du. Ich bring dich um. Boah, den haben wir richtig zerpflückt, ey. Unglaublich. Warte mal, der schießt wieder. Zack, daneben. Dann würde ich sagen, holen wir uns den jetzt erst. Tötet, wenn ihr die Götter liebt. Tja. Komm schon. Los, meine Lieben, an die Arbeit. Jawohl, den haben wir auch richtig zerpflückt. So, jetzt haben wir da immer noch einen. Hat er jetzt was gedroppt oder? Oh, ich kann das jetzt noch nicht aufsammeln. Jawohl. So, was haben wir denn? Ja, Baumwolle und Wedels Langschwert. Nehme ich definitiv mit. Wow, 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 wow. Jetzt hätte ich mich da fast selber in den Tod gestürzt. Öl, auch ein Langschwert. Können wir alles zu Geld machen? Oder ich weiß gar nicht, können wir die das Zeug auch auseinanderpflücken? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Silberbarren, Stahlbarren. Moment. Hatten wir nicht vorhin in einem Brief gelesen, dass hier an der Mühle sich Banditen... Pechdraht, dass sich hier Banditen bereit gemacht haben, um irgendeinen Überfall zu begehen? Haben wir die jetzt ausgemerzt? Reines Silber, gehärtetes Leder. Finde ich gut. Hier ist sonst soweit nichts mehr. Den da hinten können wir noch looten. Haben wir jetzt das Lager von denen platt gemacht, wo die sich gesammelt haben? Kann das wohl sein? So durch Zufall einfach mal gefunden? Aber da ist noch einer. Guck mal das an. Gefällt dir. Das gefällt dir? Dann guck mal. Los, gefällt dir Lieben, das auch? An die Arbeit. Okay, wirklich können tun die aber alle nichts. Irgendwie. Der ist einfach mal einfach kaputt gegangen. Lederbänder und wieder ein Langschwert. So. Was haben wir da? Feuer können wir ausmachen. Da haben wir noch was zum Plündern. Oh, guck mal, da ist sogar eine Kiste. Ziegenhaut. Handball, Jägerhandschuhe, Silber, Salpeter, Wolfsfell. So, und sonst noch was? Ne, hier ist sonst nichts mehr. Was ist denn da mit der Tür? Kommen wir da rein? Hier ist jetzt soweit nichts zum Ausräubern. Ne, hier scheint soweit nichts zum Ausräubern zu sein. Gut. Und jetzt habe ich natürlich schon wieder alles vernachlässigt.
Deswegen gehe ich jetzt einfach mal noch ein Stück zu Fuß hier weiter. Ich muss sagen, es macht mir auch richtig viel Spaß, hier zu Fuß rumzurennen. Was haben wir denn da oben für ein Häuschen? Was ist denn, wer wohnt denn hier? Vor allen Dingen die Blümchen hier sehen auch schick aus. Aber die können wir nicht mitnehmen, ne? Können wir nicht. Oder? Was war das gerade? Ach ne, hier ist es ein Sack. Grünschimmel. Hier findet man Sachen, ey. Hier liegt, glaube ich, einer, der erschlagen wurde. Eine Angel haben wir auch. Interessant. Gucken wir mal rein, ob wir da ins Haus reinkommen. Kommen wir nicht rein? Warte mal, dann probiere ich mal was. Das war es definitiv nicht. Versuchen wir es damit mal. Geht nicht auf. Versuchen wir es mal mit dem Stahlschwert. Silberschwert scheint ja nicht zu funktionieren. Ne, Tür geht nicht auf. Jetzt habe ich hier die Fliege wieder auf dem Bildschirm sitzt, die mich nervt. Na gut. Dann haben wir da zumindest schon mal nichts, was uns weiterhilft. So, wo sind wir denn jetzt hier? Was ist das? Wolfsbann. Da haben wir nichts. Können wir denn hiermit noch was machen? Oh, guck mal, da können wir sogar was annehmen. Ohre, Kronen, Floren. Was haben wir denn da? Sind das Ghule? Das ist auf jeden Fall das Fragezeichen und irgendein Zeichen auf der Karte. Mal eben kurz gucken, wo sind die Ghule alle? Da sind drei Stück. Ort der Macht, neue Kartenmarkierung. Verdammt, bist du hässlich. Jo, bist du ein hässliches Viech? Aua! Okay, den haben wir. Nächste. Nee, da waren jetzt nur zwei Stück. Ghoulblut, nehme ich dir gerne an. Ein Ghoulnest. Ich muss es zerstören. Bitte was? Ein Ghoulnest? Wo denn? Ach, wahrscheinlich diese Kartenmarkierung, denke ich mal. Ich würde es aber sagen... Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Machen wir das erstmal. Neue, du hast einen Fertigkeitenpunkt erhalten. Sehr schön, den werden wir uns jetzt dann direkt mal einverleiben, Charakter. Und ich hatte ja jetzt gesagt, da wir eine Sache voll haben, werde ich jetzt definitiv mal gucken, dass ich hier vielleicht... Wobei, andererseits ist auch dämlich, ne? Weil ich würde hier ganz gerne noch weitermachen. Warte mal, nicht platzieren, ich will es erstmal verstärken. Das mit der Vitalität gefällt mir so schon ganz gut. Und ich wollte halt die normalen Angriffe mal ein bisschen verstärken. Okay, lassen wir das erstmal so. Aber, ein Ghoulnest. Ich muss es zerstören. Aber wo denn? Das hier oder was? Monsternester. Zum Zerstören eines Monsternestes brauchst du eine Kartesche, Samum oder die Bombe Tanzender Stern. Begib dich in die Nähe eines Nestes und drücke A, um es hochzujagen. Fortsetzen. Können wir das denn machen? Haben wir da schon was? Nee, haben wir noch nicht. Oh! Was ist denn hier los? Ja. Oh, mein Schwert ist doch gleich kaputt. Ich bin begeistert. Beschädigte Gegenstände. Einer deiner Gegenstände ist in schlechtem Zustand. Repariere ihn, sonst funktioniert er nicht so gut. Ja, erst töten. Komm schon. So, damit haben wir die Ghule zumindest auch schon mal weg. So, jetzt müssen wir das eigentlich gleich mal ausprobieren, ob das irgendwie mit dem Reparaturzeug funktioniert. Machen wir nochmal eben glatt. Inventar, welches Teil ist fast kaputt? Okay, das muss repariert werden. Wie funktioniert das jetzt mit dem Reparieren? Alchemie und Handwerk. Ne, Moment, hier ist das, ne? Wo haben wir es da?
Wieso kann ich das nicht reparieren? Brauche ich dafür das hier? Ach, das ist für Waffen, okay. So, habe ich jetzt gemacht. Was sagt mir das jetzt? Ist das jetzt wieder komplett fertig oder brauchen wir dafür noch irgendwas? 88, 69, das bringt uns eigentlich gar nichts, ne? Wobei 88 Silberschwert ist schon gar nicht mal so verkehrt. Okay. So, jetzt müssen wir noch gucken, dass wir da vielleicht irgendwie eine Kartesche oder sowas hinbekommen. Ein Ghoulnest. Ich muss es zerstören. Du hast nicht die richtige Bombe. Gut, dann gucken wir mal ins Inventar bei Alchemie. Alchemistische Substanzen, Alkohol. Alkohest stelle ich da aus irgendwelchen Sachen her. Bomben, Kartetsche. Da fehlt uns was. Samum. Ach, guck mal einer an. Samum haben wir. Was braucht man denn für Samum? Müssen wir mal eben kurz gucken. Salpeter und Schölkraut. Ja komm, dann machen wir uns mal eine Samum-Bombe. Und dann gucken wir mal, ob wir damit irgendwie was anstellen können. Inventar. Bomben. Ach, guck mal eine an. Wo sind die Bomben jetzt? Oh, ich sehe gerade, hier ist sogar noch was wieder besser ist, wie das, was wir anhaben. Auf jeden Fall anziehen. 4, 6, 6. 6, 6, 6. Das ist alles schlechter. Das geht erst mit Stufe 5. Das wäre auf jeden Fall sehr viel besser. Wie das, was wir anhaben. 15. Komm, wir nehmen einfach mal die Axt. Einfach nur, weil wir es können. Weil die auch einfach stärker war. Was war das jetzt hier für eine Axt? Benötigt Stufe 4. Ach, deswegen war die so stark. Gut, ich weiß jetzt aber immer noch nicht, wo wir die Bomben haben. Ist das hier die Bombe? Samum. Blendet Gegner im Explosionsradius zerstört Monsternester. Ja, machen wir. Ausrüsten. Zack. Damit haben wir jetzt dann auch die Bomben. Es ist nur die Frage, wie benutze ich die Bomben? Springen, sprinten. Achso, so, ne? Oh, haben wir Erfahrungspunkte für bekommen. Na gut. Und wir kriegen etwas. Al-Ghul-Knochenmark. Ghul-Blut und Monsterklaue. Sehr schön. Gut, damit haben wir das auf jeden Fall erfüllt. Dann gucken wir mal, wo wir als nächstes hin müssen. Wir haben ja gesagt, wir reiten hier rum, ne? Dann würde ich ja sogar schon fast sagen... ich bin gerade im Überlegen. Ne, hier kommen wir... Das machen wir dann ganz zum Schluss. Würde ich sagen, machen wir hier weiter. Und dann gehen wir hier einmal im Kreis die Fragezeichen ab. Das hört sich auf jeden Fall nach einem ganz guten Plan an. Ja, das wird sich jetzt zwar noch ein bisschen hinziehen, deswegen wird es auch jetzt erstmal keine Story mehr geben. Aber wir haben ja jetzt in letzter Zeit ziemlich viel rumgekaspert. So, ich fress nochmal ein Brot. Was ist das denn? Ist es schon wieder da? Aber wir haben ja jetzt in letzter Zeit ziemlich viel in der Stadt verbracht und deswegen... Wo will er hin? Das war noch gar nicht wieder tot hier. So. Keine Ahnung, warum wir da jetzt nochmal irgendwie was bekommen haben, aber ist mir egal. Gut, wir haben ja jetzt die letzte Zeit immer ziemlich viel in der Stadt verbracht. Ich glaube, das waren 2 bis 3 Parts, die wir da verbracht haben, nur mit Quatschen. Und deswegen habe ich mir gedacht, werden wir jetzt hier erstmal die ganzen Sachen da abklappern. Ist das auch noch was, was ich mitnehme? Ne, hier ist nichts. Deswegen werden wir jetzt hier erstmal die ganzen Sachen so abklappern. Und unterwegs halt dann auch ein paar Kräuterlies mitnehmen und sowas alles. Ich werde auch ziemlich viel jetzt durch die Gegend laufen, weil mir das einfach... Ich finde, das mit durch die Gegend laufen macht mir mehr Spaß, wie auf dem Pferd zu reiten. Auch wenn es mit dem Pferd reiten etwas schneller geht. Selbstverständlich werde ich längere Wege mit dem Pferd gehen. Aber jetzt gerade, wo ich halt auch ein paar Zutaten und sowas sammeln möchte, um für später halt dann auch weitere Tränke machen zu können und weitere Bomben basteln zu können und sowas alles. Dass wir da genug haben. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wiegen die Kräuter was? Steht das dabei? Nö, irgendwie nicht. Muss ich dann nochmal gucken. So, hier haben wir nochmal eine Pusteblume. Was haben wir da für ein Kraut? Viberna. Ich
sammle jetzt auch nicht alles an Kräutern, nur das, was wir gerade auf dem Weg haben. So, hier haben wir noch was und da haben wir auf jeden Fall schon mal irgendein Fragezeichen. Was könnte das wohl sein? Was sind das, Wölfe? Oder was sind das? Oder sind das Hunde? Ein Worgen. Dann gucken wir mal, ob die Axt irgendwie funktioniert. Wir haben einen Worgen. Warte mal, da ist noch ein Kraut. Na, komm mal her, mein Freund. Komm schon, komm näher. Wow, machen wir damit Schaden. Heiligsblechle. Die Axt ist ja der Wahnsinn. Wolfsleber, Hundeteig. Beides mitnehmen, auf jeden Fall. Was ist denn das hier? Das ist ein komisches Zeichen. Was haben wir denn hier? Hingeschmierte Notiz. Die lesen wir uns gleich mal durch. Kavalleriehose. Stahlblech. Pferdehaut. Schema. Kavirisches Entermesser. Alter Waldschrat. Absurd. Interessant. Okay, das war anscheinend auch das hier auf der Karte ein Fragezeichen. Asche. Oh, da habe ich jetzt gar nicht gelesen, was es war. Habe ich einfach gesammelt. Bärenfell. Haben wir hier sonst noch was? Da ist noch was zum Sammeln. Alchemistische Paste, alchemistische Paste. Hallo? Ich hänge hier fest. Da ist auch noch ganz viel. Jägerhose, Jägerhose, Jägerhose. Brot. Passt super zu den Jägerhosen. So, dann können wir das noch plündern. Dunkeleisenerz. Da können wir bestimmt dann auch irgendwelche Sachen rausmachen oder so. Aua. Bringt er sich fast um, weil er wieder über irgendwas drüber stolpert. Da hinten ist noch ein Gegner. So, jetzt war das jetzt das Fragezeichen, was wir vorhin ausgewählt haben. Das ist eine gute Frage. Weltkarte. Jo, das ist das gewesen. Das heißt, wir gehen jetzt als nächstes da weiter. Gucken wir uns der Weg da... Nee, da müssen wir rum. Gucken wir uns der Weg dahin führt. Aber ich muss sagen, die Axt, die gefällt mir ja super gut. Moment, wir hatten hingekritzelte Notiz gefunden, oder wie war das? So, eben gucken, die Hosen. Das ist dieselbe Hose, wie wir haben, ne? Aber die sieht besser aus. Die sieht definitiv besser aus, wie diese Buchsenkneifer. Nein, scheiße. Nein, bitte nicht. Die Buchsenkneifer sind aber noch ein Stück besser. Ich bin begeistert. Brot, da ist nichts dabei. Was ist das? Hingeschmierte Notiz, die lesen wir auf jeden Fall, weil das scheint ein Questgegenstand zu sein. Was haben wir denn da? Entschuldigung. Die Dinge laufen immer besser für uns. Wir haben tief im Wald unser Lager aufgeschlagen, in der Nähe der alten Mühle. Und zwar schon ziemlich erfolgreich. Es heißt, die Leute sind arm. Aber wenn man sie lange genug ausquetscht, fällt immer was ab. Ein Sack Getreide hier, ein paar Kronen dort. Nicht schlecht für die leichte Arbeit. Eindeutig besser als die Armee. Zumindest haben wir was, womit wir unsere Bäuche füllen können. Und das Risiko, dass wir dafür mit dem Leben bezahlen, nun, das ist immer noch kleiner, als wenn wir die Nilfgaarder unter Natals Befehl jagen würden. Natalis Befehl jagen würden. Okay, haben wir denn ja dafür auch eine Quest bekommen? Dreckiges Geld, Quest aktualisiert? Wir müssen anscheinend doch eine Quest dafür bekommen haben. Sammeln sie alle, okay. Schatzsuche. Schatzsuche, dreckiges Geld. Was haben wir denn da? Die Dinge laufen immer besser für uns. Wir haben tief im Wald und Arbeit. Armee, zumindest haben wir was. In Weißgarten stieß Geralt auf einen gewissen Brief und hielt ihn für interessant genug, um ihn bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit genau zu lesen. Setze deine Hexersinne ein, um den Schatz der Banditen zu finden. Okay. Ich hätte die Quest vielleicht auch nochmal auswählen sollen. Das wäre ja ganz, das wäre ganz furchtbar schlau gewesen von mir. Nebenquest, nee, Nebenquest, Schatzsuche ist es. So, auswählen. Ich folge jetzt einfach mal hier dem Weg. Da ist noch irgendwas. Was ist denn das? Wieder ein Wolf.
Na komm her, Wölfi. Hättest du wohl... Arschloch. So, zweimal mit der Axt gehauen, dann war er hinüber. Hundeteig, da hinten ist aber auch noch ordentlich was los. Ach du Scheiße, das sind aber eine Menge hier. Lass das. Au, au, au. Junge, hau nicht ab. Genau. Au, oh, wie viele sind denn das? Aua. Oh, diese Wölfe, die machen mich wahnsinnig. Einfach mal 6 Wölfe hier auf einem Haufen. Aua. Komm schon. Meine Fresse, ey. So, wir trinken den Trank wieder, weil die können wir ja jederzeit wieder nachfüllen. Und dann sammeln wir erstmal hier die ganzen Wolfssachen auf. Das waren aber doch eine ordentliche Menge an Wölfen. Und die halten zwar nicht viel aus, aber die machen echt viel Schaden. Vor allen Dingen, wenn sie dann in so einem großen Rudel ankommen. Okay. Wir folgen einfach unserem Pfad weiter und sammeln dabei Kräuter. Was hat er jetzt gemacht? Der hätte, glaube ich, irgendwas gespeichert, so zwischendurch.